Ladies and gentlemen, the aircraft needs to be de-iced. Please remain in your seat and keep your seatbelt fastened. Knapp 7500 Kilometer und 7 Zeitzonen weit im Osten bildet Irkutsk den Ausgangspunkt einer Expeditionsreise, die es sich zum Ziel gemacht hat, Tauchausrüstung unter extremsten Bedingungen zu testen. 18 Gepäckstücke voller Testausrüstung haben die 7 Mitglieder des Dive Expedition Teams mitgebracht. Weitere Ausrüstung wie Sicherheitsleinen, Eisbohrer, Kettensäge und natürlich Lebensmittel müssen vor Ort organisiert werden. Zwei Tage hat das Mares SSI Revo Dive Expedition Team für die letzten Vorbereitungen in Irkutsk eingeplant. Zeit, die auch zum Akklimatisieren und etwas Sightseeing genutzt wird. Der Fluss Angara ist der einzige Abfluss aus dem Baikalsee. Pro Sekunde führt er über 4500 Kubikmeter Wasser. Hier bekommt das Team einen ersten Eindruck von der enormen Kraft und Größe, die in dieser Region alles bestimmt. Kein Wunder, dass so mancher in Momenten der Stille die Chance nutzt, um für eine sichere Reise zu bitten. Allen ist klar. Hier werden taucherische Grenzbereiche überschritten werden, für die Technik und auch für jeden persönlich. Ja, die Idee, ein Dive-Expeditionsteam zu starten, kam uns an und für sich vor rund 2 Jahren, als wir SSI übernommen haben. Und das hat sich dann eigentlich nochmal verstärkt im Lauf dieser 2 Jahre und zuletzt auch noch durch die Übernahme von Revo. Dass wir ein Team zusammenstellen müssen an Tauchern, an Experten, die uns helfen, unsere Produkte und unsere Services weiter auszubauen. Natürlich ist es auch immer kritisch, wenn man hier 10 Tage zusammen ist mit Leuten, die ja teilweise vielleicht vorher noch nicht unmittelbar zusammengearbeitet haben, das dann zu einem Team zu schweißen und dafür zu sorgen, dass das alles gut funktioniert. Aber ich denke, das ist uns gut gelungen und ich hoffe, dass hier niemand nach Hause fährt und sagt, der wäre nicht besonders glücklich gewesen mit dem, was wir hier alles erreicht haben. Von Mares SSI ist ein weibliches Unterwassermodel gesucht worden, was für oder im XR- und TXR-Bereich schon so ein bisschen Erfahrung hat. So näher die Reise gerückt ist, umso mehr habe ich mir Gedanken gemacht über die Temperaturen, über das Eis, über den Baikalsee, über Russland an sich. So manches hatten die Expeditionsteilnehmer über das Improvisationstalent gehört, das in Gegenden jenseits der Zivilisation quasi zur genetischen Grundausstattung gehört. Umso überraschter sind die 7 Deutschen dann zu sehen, wie durchdacht und professionell die Vorbereitungen für das Eistauchen im Baikalsee verlaufen. Nachdem eine passende Stelle gefunden ist, kommt die Motorsäge zu ihrem ersten eisigen Einsatz. Das Pärchen Duschko und Karin tauchen geht in den Während die Logistik in erfahrenen sibirischen Händen liegt, kann sich das Dive-Team auf die Tauchgangsplanung und die Vorbereitung der Ausrüstung konzentrieren. Ja, wir haben uns als Unternehmen jetzt komplett erweitert. Wir decken die komplette Bandbreite ab, des Tauchens vom ganz linken bis zum ganz rechten Rand. Das Dive-Team hilft uns im Endeffekt hier alle Anforderungen besser zu verstehen, einerseits, aber auch gleichzeitig unsere Produkte dann in diesem Umfeld, in diesem Environment letztendlich auch auf Herz und Nieren zu testen. Vor dem Testen steht der obligatorische Checktauchgang auf dem Programm. Auch wenn alle Teilnehmer umfängliche Erfahrungen unter Eis haben, sind die extremen Bedingungen hier doch gewöhnungsbedürftig. Das schneefreie Eis begeistert die Taucher vom ersten Moment an und erleichtert die dann doch nicht alltägliche Leinenführung. Man muss eine Leine mit sich führen
Und hier ist wichtig, dass man eine fundierte Ausbildung macht, wie wir das auch hier haben bei SSI mit unserem Ice Diving Specialty. Ja, und wir haben also alle Mitglieder vom Team auch entsprechend vorher geschult und haben Trainingstauchgänge gemacht. Gerade bei SSI die Ausbildung für XR, TXR, das kann man wirklich schaffen, wenn man da engagiert ist. Die Ausbildung ist auch so aufgebaut, dass du klein anfangen kannst und wirklich mit unfassbar schönen Tauchgängen enden kannst. Ja, wichtig ist dabei, dass man keine Klaustrophobie hat. Also Angst, irgendwo in einem geschlossenen Raum zu sein, weil man hat nur ein Eisloch oder zwei Eislöcher von anderthalb Meter, da muss man auch wieder raus. Voller neuer Eindrücke geht es für das Team auf die einstündige Fahrt über den Baikalsee ins Camp, das sich in dem kleinen Ort Kusir auf der Insel Olchon befindet. Am Lagerfeuer werden die ersten Erfahrungen ausgetauscht und Bohran, dem Geist des Baikalsees, der nötige Tribut gezollt. Standesgemäß wird dabei eiskalter Wodka getrunken. Die Zeit der Vorbereitungen und ersten Impressionen ist vorbei. Nun geht es los, sind alle Expeditionsteilnehmer auf ihre vielfältigen Aufgaben fokussiert. Die umfängliche Ausrüstung wird in die UAZ-452er Busse verladen. Auf dem See werden die auf Schienen montierten Wellblechhütten angehängt und die Tauchplatzsuche beginnt. Nicht jeder Ort auf dem Baikalsee ist auch zum Tauchen geeignet. Es gilt, einen Platz in Küstennähe zu finden, an dem das Eis möglichst dünn ist, also nur knapp über einem Meter dicke misst. Immer wieder muss deshalb mit dem Bohrer die Eisdicke getestet werden. Ist schließlich eine passende Stelle gefunden, wird das Camp vorbereitet und natürlich das Ein- und Ausstiegsloch für die Taucher gefertigt. Ein Loch ins meterdicke Eis zu bekommen, ist eine schweißtreibende Angelegenheit. Mit der Kettensäge werden einzelne Blöcke aus dem Eis gesägt und dann nacheinander herausgebrochen. Mit scharfen Eispickeln wird schließlich der Zugang zum glasklaren Wasser erreicht. Die nächsten Arbeitsschritte gehen allen Teammitgliedern hingegen ganz leicht von der Hand. Die Tauchausrüstung wird zusammengeschraubt. Als wir dieses Projekt in unseren Köpfen hatten, hierher zu kommen an den Baikalsee und in diese Umgebung, in diese Landschaft, unter diese Extrembedingungen, haben wir uns natürlich viele Gedanken gemacht, was an Ausrüstung wollen wir eigentlich hier zum Einsatz bringen? Wie wird die Ausrüstung unter diesen Bedingungen überhaupt reagieren können und sich behaupten können? Und das war für uns schon eine essentielle Frage des Umfangs und der Selektion des Materials. Das war relativ klar, dass wir uns bei der ganzen Geschichte mal primär auf das Thema XA konzentrieren möchten. Haben uns aber auch gedacht, naja, wenn wir schon die Gelegenheit haben, hier unter solchen Bedingungen zu sein, dann wäre es doch hochinteressant, nach all den laboratorischen, experimentellen Einsätzen unserer Regler mal wirklich in Natura, wir selber in Natura zu erleben, wie sich das Material behaupten kann.
Nicht nur die Lungenautomaten wurden Tiefsttemperaturen ausgesetzt, auch das Revo-Kreislaufgerät wurde auf Herz und Nieren getestet. Die größten Herausforderungen für den Revo waren die Außentemperaturen, die minus 20, minus 25 Grad. Und hier ist einfach das Problem, muss man sicher sein, dass im Mauspiece, im DSV, einfach kein Wasser drin ist, dass diese Einwegeventile, die Mushroom Valves, nicht eingefroren. Also schon im Vorfeld war ja die Spannung recht groß, wie die maximalen Temperaturunterschiede, die wir hier haben, sich auf die Technik auswirken würden. Und in der Tat ist es so, man darf die Kamera eigentlich nur Momente vor dem Einstieg ins Wasser aus dem Auto nehmen, weil wenn man da länger wartet, dann kommt man aus dem Auto, was so ein bisschen was in Plusgraden hat, kommt in minus 20 Grad, da gefriert sofort alles. Und selbst wenn es eigentlich warme Wasser mit ein paar Grad über Null schon wieder warm ist, gefriert alles ein. Speziell bei Wiederholungstauchgängen, wenn das Gehäuse schon nass ist, sind alle Knöpfe eingefroren und es bilden sich Schichten auf dem Domport, Eisschichten, die fast nicht wahrnehmbar sind. Erst wenn man unter Wasser schaut, dass da der Fokus irgendwie nicht ganz hinhaut, dann fängt man an zu reiben und zu gucken und ist so ein bisschen aufgeworfen. Unter Wasser ist es ein sehr sicheres Gerät, weil wir haben einen sehr geringen Gasflow. Im Gegensatz zum Open Circle und von daher ist es sehr sicher zum Tauchen, ist auch super für zum Fotografieren, weil wir halt keine Buffets produzieren und somit unterm Eis auch immer alles klar ist und nicht irgendwo die Luftblasen, die großen, die über sich sammeln, die Sicht versperren. Ja, das Highlight ist schon, wenn du unter Wasser bist, wenn du da in diesen Kanälen bist, wenn du praktisch mal eine Eisstärke von gemessenen 7 Metern, wir haben auf den Computern gesehen, dass es 7 Meter dick ist und dass du dann einfach weißt, es ist jetzt eine gewaltige Masse an Eis über dir. Und interessanterweise ist diese Eisplatten, die du da siehst, die sind ja nicht fest. Ja, die sind da ineinander verkeilt. Du touchst so langst so eine Platte an und diese Platte verschiebt sich. Also du musst schon sehr vorsichtig sein, wenn du sehr nah in enge Kanäle gehst, weil das einfach sich in Sekundenschnelle verschieben kann. Und ich hatte so ein Erlebnis, wo ich wirklich sehr eng zwischen Platten war, um ein Foto zu schießen. Und genau in dem Moment hat sich diese Eisplatte entspannt, weil unsere Blasen oben praktisch einen Druck erzeugt haben. Und diese Eisplatten haben sich zwar nur wenige Zentimeter, aber mir entgegengeschoben. Das ist schon ein Herzschlagmoment, wo du denkst, oh Mist, jetzt wird es ganz eng werden. Ja? Aber das ist im Nachhinein dann schon, dass du sagst, wow. Du warst jetzt da eigentlich unter gewaltigen Tonnen von Eis eng drinnen und hast erlebt, wie mächtig die Natur sein kann. Das Tauchen an sich ist wirklich gigantisch. Es sind unfassbare Eindrücke. Es ist wunderschön, die Unterwasserlandschaft, die ganzen Verwerfungen vom Eis, die Cracks, die Geräusche, die man hört. Das ist super irre. Genauso wie natürlich über Wasser. Das Land ist so groß, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also genau auf der Ecke, also kurz neben der Spur. Eine Länge von 673 Kilometern und eine Maximaltiefe von 1642 Metern. Der Baikal ist der tiefste See der Erde. Trotz der landschaftlichen Schönheit darf man die Navigation und alle anderen relevanten Informationen nicht außer Acht lassen. Immer wieder müssen sich die Taucher bewusst machen, dass Mensch und Technik an Limits geführt werden. Natürlich darf auch der Spaß unter dem meterdicken Eis nicht zu kurz kommen. Da die sich auftürmenden Schollen oft leicht beweglich sind, wird der neue Trendsport Unterwassereis-Frisbee trainiert.
Doch bei aller Faszination lag das Hauptaugenmerk dennoch auf den Tests der unterschiedlichen Ausrüstungsteile. Sogar Prototypen aus dem 3D-Drucker kamen zum Einsatz. Bei solch riskanten Manövern hatte die Rolle von Sicherungstaucher und Leinenführer eine enorme Bedeutung. 30 Meter jetzt. Team wartet selbstverständlich schon auf alle unsere Ergebnisse, die wir im Laufe der Woche gesammelt haben und auch umfassend dokumentiert haben. Das ist ganz wichtig, weil das, wie gesagt, eine Basis ist im Endeffekt auch für zukünftige Entwicklungen. Einige der Informationen haben wir bereits ausgetauscht. Das ist ja eine verrückte Welt hier, wenn man überlegt, dass es hier 2008 noch keinen Strom gab. Und man dann andererseits heutzutage mit E-Mail und mit WhatsApp und all den modernen Dingen, die es gibt, letztendlich schon kommunizieren kann. Von daher toll, weil eine ganze Reihe von Informationen quasi schon hier online übermittelt worden sind. Die für den Baikalsee neuen technischen Möglichkeiten sorgen allerdings auch für ein enormes Arbeitspensum. Wer dachte, nach den kräftezehrenden Tauchgängen am Tag abends etwas Zeit zur Erholung zu finden, hat sich getäuscht. Im gut geheizten Camp werden bis in die Nacht hinein Daten ausgewertet, Erfahrungen und Eindrücke ausgetauscht, Ausrüstungsteile für den nächsten Tag vorbereitet, die Planung konkretisiert sowie Foto- und Videomaterial bearbeitet. Also ich bin am Abend immer tot ins Bett gefallen und habe die ganze Nacht wie ein Toter durchgeschlafen, weil einfach, ja, man denkt immer, das, man macht ja nicht viel, so zweimal am Tag tauchen und ein bisschen hier und da knipsen, aber das ist doch so viel hintereinander und man ist so eingespannt in diese ganze Produktion. Jeder hat sein genaues Konzept, was er machen muss, jeder weiß, kennt seine Position und es ist einfach extrem viel, was man hintereinander macht, was in diesen wenigen Tagen der Produktion einfach umgesetzt werden muss. Neuer Tag, neue Tauchplatzsuche. Diesmal geht es mit dem Hoovercraft zum Scouting. Um auch unzugängliche Bereiche des über 31.500 Quadratkilometer großen Baikalsees zu erreichen, eignen sich die amphibischen Fahrzeuge hervorragend. Ist ein passender Spot ausgemacht, beginnt die tägliche Vorbereitungsroutine. Grundsätzlich sollte sich ein Taucher immer weiterbilden. Das ist schon mal das A und O. Ansonsten bleibt er irgendwo in seinem Komfortzone stehen und bildet sich einfach nicht weiter, kann sich nicht weiterentwickeln. Und es ist im Leben so, man muss sich immer aus dieser Komfortzone irgendwo heraus bewegen, um sich auch weiterzuentwickeln. Und dazu gehört auch, dass ich auch mal irgendwie einen anderen Kurs mache, was ein bisschen außerhalb der Norm liegt. Und man muss sich für solche Tauchgänge schon vorbereiten. Man muss immer eine Leine mit sich führen, um auch wieder den Ausgang zu finden. Also eine fundierte Ausbildung ist hier schon wichtig. Das Tauchen ist so nicht vergleichbar wie mit dem Eistauchen, was ich bisher kannte. Die Landschaft, die Kälte, dieses faszinierende, kolossale Eis, diese Macht der Natur. Die Verwerfungen unter Wasser, die auch gigantische Größe, die man da sieht, mit den Lichtspielen, das habe ich bisher so nicht gekannt. Man kann das im Fernsehen sehen, aber wenn man hier dazwischen steckt, in all diesen Massen an Eis, in den Bewegungen, in den bizarrsten Formen und Strukturen, das ist einfach etwas, das hat für mich über Wasser und unter Wasser eine dauerbleibende Erinnerung, eine Faszination ausgelöst. Unvergesslich, faszinierend und unvergesslich. Jeder Tauchplatz ist anders. Immer wieder erwartet die Taucher nach dem Absinken unter das Eis eine neue, faszinierende Formenwelt. Doch nicht nur die Eisformationen sind immer wieder neu.
Die Sichtweiten sind vielfältig wie das Wetter über dem mehrere Meter dicken Eis, durch das nur dann und wann einmal ein Lichtstrahl dringt. Trotz der unwirtlich erscheinenden Bedingungen ist es unter Wasser mit Temperaturen um den Gefrierpunkt verhältnismäßig warm. Wenn man sich vorstellt, man kommt jetzt gerade aus dem Wasser raus und bewegt sich wenige Minuten. Wir reden hier von 1-2 Minuten, man kommt da so raus. Und alles an einem ist eingefroren. Ob es der Anzug ist, ob es der Atemregler ist. Hinten an der ersten Stufe bildet sich ein riesiger Ball. Es sieht aus wie eine Birne, eine Glasbirne, um die erste Stufe herum. Das ist wirklich unvorstellbar gewesen. Ich habe mir das vorstellen können, dass das relativ über eine bestimmte Zeitspanne passiert. Aber dass das so schnell passieren kann, das hätte ich nicht erwartet. Haben wir alle nicht erwartet. Ein Expeditionstag endet, der nächste beginnt. Diesmal soll ein Tauchplatz in Ufernähe der Insel Olchon erkundet werden. Aufgrund der dichten Birkenwälder bietet sich die Exploration mithilfe von Schneemobilen an. Teammitglieder können sich auf diese Weise auch von den landschaftlichen Reizen über Wasser überzeugen, bevor es hinaus auf das Eis geht, um einen passenden Einstieg zu erkunden. Ist der Tauchplatz ausgemacht, werden die Versorgungsfahrzeuge zu den Koordinaten navigiert. Beim Tauchen in diesem Environment, in diesem Umfeld, wie wir es hier finden, glaube ich, ist es vom Erlebnis wie in vielen Extrembereichen. Wenn man sich anguckt, was Leute teilweise für Sportarten in Extremsituationen betreiben, dann ist das, denke ich, hier eine ähnliche Geschichte. Da geht es nicht so sehr alleine um den Effekt, ich tauche jetzt unter Eis, da geht es schon auch sehr viel um den Moment, dass man selbst Teil dieser Geschichte ist, dass man sich selbst erlebt, sich anders erlebt, als wie das in safe environment ist, sondern man wirklich so sich selbst hinterfragt, kann ich das alles, bin ich da richtig ausgebildet, passt das alles, bin ich richtig erfahren, ja? Und mit einem entsprechenden Background, den man dann hat, versucht man sich dann auch immer wieder gut zuzureden, aber das konnte man schon am Anfang so ein bisschen erleben. Es hat schon so 2-3 Tauchgänge gedauert, bis man sich wirklich wohlfühlt und bis alles passt. Und das ist gleichzeitig natürlich eine große Befriedigung, die man da erlebt, weil man so ein bisschen seine Grenzen weiter verschiebt. Und ich glaube, das ist etwas, was jedem im Endeffekt, der grundsätzlich so ein bisschen konditioniert ist, das auch ein bisschen sich zu erweitern, seine Range zu extenden, wie wir bei Maras sagen, das ist eine tolle Erfahrung. Nachdem das Wetter aufgeklärt ist, geht es noch einmal unter schneefreies Eis. Diese lichtdurchflutete Unterwasserwelt bildet einen extremen Kontrast zu den bisherigen Tauchgängen der vergangenen Tage. Zeit für persönliche Einschätzungen. Also was auch super funktioniert hat hier, waren unsere XA-Tech-Stufen und unsere zweite Stufe dazu. Da hatten wir also gar keine Probleme zu keinem Zeitpunkt. Und da ist auch kein einziger Automat vereist davon. Also das ist, kann man wirklich nur jedem empfehlen für Kaltwassertauchen. Ergebnisse waren wirklich also klasse besser wie bei. Wir haben im Grunde genommen Bestätigungen zu all dem, was wir über so viele Jahre hinweg in Entwicklung gesteckt haben, in Gedankengut gesteckt haben. Ja, das wissen wir heute. Heute weiß ich persönlich, weiß das Team, dass all das, was wir wissen, natürlich auch von anderen Tests, die laufen, aber nicht mit uns, dass das Team heute sagen kann, jawohl, wir haben es erlebt und wir wissen, was unsere Atemregler aushalten können. Gar keine Frage. Unser Material kann die extremsten Bedingungen, die es auf diesem Planeten gibt, kann es aushalten. Und das ist wir sind einfach stolz drauf. Ich bin stolz drauf. Neben der Euphorie angesichts der Missionsziele gibt es aber auch nachdenkliche Stimmen.
Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist so eine weibliche Unterstützung. Mit 6 Männern über 10 Tage unterwegs sein, so ein paar Mädels wären schon noch ganz cool hier. Und das ist gar nicht so schwer, das können viel mehr Mädels schaffen. Ich kann gar nicht manchmal verstehen, warum technisches Tauchen nur den Männern vorbehalten sein soll, warum man da so wenig Frauen sieht. Das Ziel, mehr Frauen zu begeistern, ist somit gesteckt. Und auch bei der Wahl der passenden Kamera deuten sich Veränderungen an. Die Ausrüstung war maßgeschneidert auf diese extremen Bedingungen und hat hervorragend funktioniert. In der Tat, das Einzige, wo es ein bisschen Probleme gab, war mit der Kamera selber, die mit den extremen Temperaturunterschieden, die dann trotzdem im Housing natürlich auch bestehen, ganz schön zu tun hatte. Die letzten Tauchgänge finden bei herrlichstem Sonnenschein und geradezu milden Temperaturen statt. Für Tauchgänge unter Klareis ideale Bedingungen. Die Teammitglieder auf dem Eis können ihre Kollegen darunter quasi begleiten. Nun kommt auch die Sporttauchausrüstung zum eisigen Einsatz. Neben den finalen Tests bleibt reichlich Zeit für Foto- und Filmaufnahmen. Schließlich will das Highlight Tauchen im Baikalsee entsprechend dokumentiert sein. Mein persönliches Highlight ist erlebt zu haben, dass dieses Sibirien ein fantastisches Land ist, dass Russland nicht gleich Russland ist, so wie wir es aus den Medien letztendlich kennen, und dass auch die Religion, der Schamanismus, der Buddhismus, der hier herrscht, die Art, wie die Menschen die Natur verstehen und sich selbst in diesem, als Teil dieser Natur verstehen, in diesem Kosmos, das ist für mich eine super geile Erfahrung gewesen. Sind alles irgendwo Familienväter, Familienmama, die Karin. Und zwar ein ganz wichtiger Punkt hier, die Safety first, jederzeit. Und es ist nichts passiert. Ich glaube, ich kann alle wieder sicher bei ihren Familien abliefern. Es ist Zeit, Bohran Dank zu sagen und auf das Ende einer erfolgreichen Mission anzustoßen. Eine höchst intensive und arbeitsreiche Tauchwoche liegt hinter der Mares SS Airevo Crew. Die 7 Baikal-Explorer sind begeistert. Wehmut mischt sich mit Vorfreude, denn am Lagerfeuer wird schon an den Plänen für die nächste Mission des Dive Expedition Teams geschmiedet.